Wie schmeckt dir das? Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Und wie schon erwartet, oder auch wie schon angekündigt, kommt da hier noch was. Also Welt 7 ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob das zu Welt 7 zählt, aber es würde am meisten Sinn machen, wenn es zu Welt 7 zählt, sagen wir es mal so. Wir haben hier ein Airship-Level, das mal wieder ein sehr schönes Crawling-Level auch noch ist. Nein! Als ob das one-hittet. Als ob das one-hittet. Warum hätte ich vielleicht gedacht, es würde hier in die Lücke gehen, die Hand. Vor allem hier wäre ich noch safe gewesen. So. Das war noch antäuscht. Ja, die Faust, die zerstört. Ganz ehrlich, über eine Faust, die zerstört, aber dann eine kleinere Hitbox hat. Also das große, was ja auch sowieso one-hitten würde. Okay, wer jetzt noch ganz links ist, der muss schon einen weiten Sprung machen, aber ich glaube, das ist absolut möglich. Okay, jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte. Okay, die Sackon ist geschenkt. Hier schön mit Bewegungssteuerung, das liebe ich so sehr. Achtung, nein! Ich dachte, das würde jetzt rund gehen. Hier ist sicherlich ein Power-Up drin. Dachte ich mir schon. Ich dachte, wenn die einen angehen würden, würden die anderen ausgehen. Aber ich sag's nochmal, das ist kein Super Mario Maker. Da ist die Physik ein bisschen anders in diesem Spiel. Und entsprechend kannst du auch da nicht dieselbe Logik anwenden. Das Einzige, was mir schon ist, was ist da jetzt in den Wolken? Da braucht man sicherlich ein Power-Up für. Vielleicht mit einem extrem guten Walljump. Umso bitterer, dass ich mich so dumm habe treffen lassen. Aber ich dachte, die Physik wäre anders. Also mit
Super Mario Maker 2 Physik oder auch Super Mario Maker 1 Physik, hätte ich nämlich die Stelle überlebt, weil da das Timing anders ist. Immer so, wenn das eine hier anfängt zu spucken, hört das andere nämlich auf bei Mario Maker 2. Darum bin ich auch dann gegangen. Ich gehe lieber noch mal runter und jetzt hoch. Ich bin ich lieber hier so mit die Stacheln hin. Ich weiß nicht, kann ich da links so? Ah, ne, ich hätte also nicht mit Roger bekommen, weil es ein Scrolling-Level ist. Zwei Checkpoints in einem Level. Das gibt es. Also ich schmeiße ganz mies Oms und ich treff nicht. Okay. Also hätte ich jetzt die 7 Minuten noch in den letzten Part noch mit da dran gegangen, dann wäre er wirklich zu lang gewesen. Lustigerweise, wenn ihr runterspringt, dann stirbt ihr. Dann stirbt ihr. Aber wenn ihr vorher Bowser Junior in Anführungszeichen besiegt, dann landet ihr hier komplett safe. Da wurde jetzt einfach elegant das eigene Schiff zerstört. Du kleiner Trottel. Yay, ist ein Mensch gestorben wahrscheinlich. Oder sind da Bowser Schellen auf dem Schiff? Eine Frage, die niemals beantwortet. Dann kann ja die ganzen Mounty-Maulwürfe. Wobei ich sollte wirklich aufhören, über Moral zu reden, wenn wir hier von Videospielen reden. Alle Sternmünzen aus der Zuckerwattenwolkenzone. Wofür wohl das gut ist? Ja, wir speichern. Jetzt begeben wir uns Territorium. Peachs Schloss. Wenigstens war Nintendo in diesem Spiel so innovativ, dass die jetzt wirklich nicht ein Bowser Castle machen, sondern einfach aus Peach Schloss eben ein Bowser Castle machen. Mit Magma und Meteoroiden und ich habe schon direkt mein gutes Power für ein schlechteres Power-Up eingetauscht. Was? Als ob man die kleiner machen kann, aber nicht kaputt gehen. Weiß nicht, ob da irgendwas ist. Ich glaube einfach nur, dass ich hier oben sehr gefährlich lebe. Ja,
Ja, ich glaube, das wird auch hier in Lava eintauchen. Ich glaube, dass da oben soll nur zeigen, dass da Lava-Dinger runterfallen. Aber ohne dass ja der Spieler halt getroffen werden kann. Das wäre unfair. Übrigens, alles was so rot markiert ist, taucht in Lava ein. Und alles was nicht so rot markiert ist, taucht nicht in Lava ein. Da ist es safe zu stehen. Nein! Ich hab doch den Compound gecancelt! Spiel. Ich weiß schon, Attacken gehen durch, aber wenn man nach oben drückt, dann kann man den Compound canceln. So, in etwa. Aber das hat er eben nicht akzeptiert. Ich schwöre, ich hab doch oben gedrückt und er hat nichts getan. Ist im Spiel irgendwas einprogrammiert, was verhindert, dass ich den Compound canceln kann, wenn ich schon vorher einen Block zerstört habe oder wie? Ich wollte mich komplett für dumm verkaufen. Seht ihr, dass ich es cancele? Das mache ich einfach den hier. Ich mich hintergangen. Achtung, das taucht ein. Das war riskant. Ja, wie gesagt, ich kann schon die ganzen Secret Exits in dem Spiel. Die Stark und der Secret Exit ist nicht miteinander vereinbar und jetzt habe ich ein Problem. Dann konnte ich auch genauso gut die Starcoin holen. Ich muss das ja sowieso zweimal schaffen. Aber weder der Secret Exit noch die Starcoin ist einfach zu holen. Schnell die einfach aufstehen. Uff! Weiß ich, wenn das beste Timing ist. Das war ein gutes Timing. Also, ich es jetzt nicht geschafft habe. Pass auf. Kannst einfach nochmal probieren. Noch 999 wollt ihr mich für dumm verkaufen. Das passiert so häufig. Ja, wie nett. Das war übrigens der letzte Secret Exit in diesem Spiel. Muss ich auch nochmal anmerken. So, und jetzt noch dieses Level hier normal schaffen.
interessant. Man kann wirklich den Lava-Klumpen entkommen, wenn man schnell genug ist. Schade, da habe ich in die falsche Richtung. Oh Mann, das taucht es jetzt ein. Nein, was will ich da tun? Wie unfair! Dass es hochgeht. Off. Big off. Okay. Irgendwie noch überlegt, würde ich sagen. Dann machen wir mal das Secret Exit Level zuerst, weil sich Meteoroidendusche schon so nach einem lustigen Level anhört. Was bewirkt dieser dumme Powerblock? Ah, ich werde es nie erfahren. Ja, wahrscheinlich, dass hier die Starcoin jetzt runterfällt, dass man die einsammeln kann. Aber pass auf. Ist auch trotzdem noch möglich. Es wirkt, wenn er überall hier ein Block ist, dann können da nicht die Feuerbälle hingehen. Das ist sehr praktisch. Okay, wozu dient jetzt der Stern? Kann ich da oben hier irgendwas... Nein. Das war eine komplette Verschwendung, da hochzugehen. Hätte ja was versteckt sein können, also bitte. Es hätte. Ein paar Goodies, dafür bringe ich mich in Gefahr, weil ich ja schon das Power-Up meiner Begierde schon habe. Ist der Block relevant für irgendwas? Wüsste ich gerne. Ah. Gemein. Flucht langsam. Okay, richtige Entscheidung, da lang zu gehen. Okay. Level beendet. Würde ich mal sagen, machen wir noch dieses Level. Zu guter Letzt, Reise übers Magma-Meer. Was ist das, auch so ein hässliches Scrolling-Level? Halb-Scrolling. Das ist so, wir dürfen nicht zu viele Gegner auf einmal auf dieser Plattform hier haben. Wenn ihr ansonsten stoppt. Und das ist nicht in unserem Interesse, weil wir von giftiger Substanz verfolgt werden. Da seht ihr die giftige Substanz.
was Mieses versteckt. Jupp. Ah, ein paar Münzen. Okay, irgendwas bewirken die Eisbälle. Ich glaube, die bewirken, dass das Ding dann schneller runtergeht. Kann das sein? Dann sehen wir hier ein bisschen schütteln, dann. Ich glaube nicht, dass irgendwas ist das, die nächste Starcoin. Ich möchte diesen P-Switch drücken, dann fangen die da alle runter. Ich kann da nicht hoch. Macht's nicht so knapp. Okay, da hinten ist die Starcoin. Die holen zurück, bevor das Gift kommt. Ah, das ist ein relativ einfaches Starcoin einfach. Nicht zu voreilig sein, mit dem Triple Jump hätte ich auch hier die Spitze erreichen können. Also ein Level, was noch relativ gut machbar ist. Und die letzten Level, die geht im nächsten Part. Dann sage ich jetzt an der Stelle, aber ciao Leute. Wie schmeckt ihr?